Frühlingshafte Temperaturen am Götschen und große Namen beim Saisonfinale der deutschen Meisterschaften. Linus Strasser diese Saison im Weltcup erfolgreich, im ersten Slalomdurchgang allerdings bereits mit Rückstand auf die Spitze, wird am Ende Fünfter. Im zweiten Lauf setzt dann Sebastian Holzmann Dritter im ersten Durchgang zunächst die Bestzeit. Es läuft auf einen Zweikampf zwischen ihm und Anton Tremmel vom SC Rottach-Egern hinaus. Und am Ende gibt es die doppelten deutschen Meister Anton Tremmel und Sebastian Holzmann zeitgleich vorne. Na, ist gut. Völlig gleich. Erster Platz ist erster Platz und eigentlich ist es noch cooler, sie den mit einem Teamkollegen zu teilen. Also riesig gefreut. Dritter wird Fabian Himmelsbach vom SC Sonthofen. Die Damenkonkurrenz im Riesenslalom ebenfalls prominent besetzt. Kira Weidle als Speed-Spezialistin und Vize-Weltmeisterin wird am Ende immerhin 14. Um den Sieg kämpfen aber andere. Andrea Filser, Zweite im ersten Lauf, setzt sich an die Spitze, von der sie nur noch Fabiana Dorigo verdrängen kann. Doch auch die 22-Jährige schafft die Bestzeit nicht, wird in der deutschen Wertung am Ende Dritte und so geht der Titel an Andrea Filser. Ja, perfekt. Na, das ist jetzt heute die Krönung von einer super Saison und gerade im Riesenslalom ist bei mir extrem viel weitergegangen. Und dass ich es jetzt heute an der deutschen Meisterschaft zeigen kann, ist natürlich umso schöner. Zweite in der internationalen Wertung wird Vivian Insam aus Italien vor Marlene Schmotz in einem würdigen Saisonfinale bei den internationalen deutschen Skimeisterschaften.